ganz frische Kötteln. Mucksmäuschenstühl. Ja, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ich bin wieder unterwegs, obwohl es heute nur 17 Grad hat, aber das stört mich nicht. Einfach das schöne Wetter ausnutzen, es ist sonnig, kein Zeit, dass dann bewölkt wird. Vielleicht regnet es auch ein bisschen, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich ziehe in mein gewohntes Gebiet um, will da schauen, ob ich da hinten wieder ein schönes Platz finde. Vielleicht finde ich das auch, wo ich schon einmal war. Und heute gibt es eine Kartoffel-Gemüsesuppe, frisch gemacht natürlich. Ja, nicht lange am Ball labern, sondern wir ziehen los. Ja, ich habe vorher gesehen, ich habe wieder mein 28 Liter Singi dabei. Der hat auch 8 Kilo heute. Sind mir ein bisschen schwerer, aber der ist besser gepolstert. Schönere Träger, Beckengurt kann man richtig anknallen. Und ja, das ist eigentlich gut zum Tragen. Ja, weil ich da so schaue, Kötteln gibt es da genug. Ja, und keine 5 Schritte weiter, Wildschwein-Taxi. Also sie sind da. Es ist wieder sehr schön da herin. Ich fahre jetzt, wo ich hinschaue, Kötteln. Viele von diesen kleinen Gleiberzischen da mal drum sind natürlich blitzschnell, lassen auch nicht zu. Da matscht da gerade einer. Ja, schöne Platzern da überall. Ja, Problem ist nur, mir wird mein Gehirn so leise kann ich gar nicht sein, dass man mich nicht was gut wie weit hört. Zumindest die Viecherln. Ja, mein Thermosell ist heute nicht dabei. Ich habe nur meinen Stich frei vom Ballistol. Ich glaube, da muss ich mich dann einmal ausspritzen, weil die sind heute wieder schön lästig. Da bleibe ich jetzt auch. Das Platzl gleich bei mir. Ja, Freunde, wie gewohnt das Spiel. Ich baue jetzt einmal alles auf und dann hole ich wieder dazu. Flieger gibt es auch wieder. Da schwimmt irgendwas im Wasser. Sicher Wildschweinerl. Ja, Freunde, mein Lager steht. Ich habe heute endlich einmal wieder mein Dreibein mit. Oh, ein Guster gehabt, das mitnehmen und das da ab. Und ja, habe auch 2 Tischl dabei. Und jetzt sage ich euch, was Gutes gibt. Ja, Freunde, wie schon eingangs erwähnt, es gibt heute wieder mal so eine Kartoffel-Gemüsesuppe. Ich habe daheim schon alles zugeschnitten, das kommt da gleich rein. Nicht viel schnippeln und das werde ich mir auf alle Fälle gut schmecken lassen. Was ich da jetzt zufällig gefunden habe, ich habe da nur so einen Ast gefunden, weil ich da eigentlich meine Stecken vorhin habe und habe da gemerkt, der muss von einem Wacholder sein, weil da waren noch Judasohren drauf. Die sind voll okay und die kommen natürlich, mache ich mir ein bisschen kleiner, und kommen da auch dazu. Die sind, ja, geschmacklich sind sie, schmecken nicht wirklich nach was, aber die habt ihr bei diesem China-Restaurant, gibt es die auch oft drinnen. Das Ganze machen wir heute wieder auf mein 14er UL. Ich hab da wieder mein PC-Lüftergitter drin. Ich habe mir von meinem anderen noch mitgenommen, 2 zusätzliche Spieß.
die passen dann da oben drauf. Ich muss dann schauen, wegen Abstand, wie's hinhaut. Wenn nicht, nehme ich mir mein Topfkreuz für um. Muss ich schauen, was wird. Brennt. Ich habe dann auch noch so einen Suppenwürfel, der kommt dann später dazu. Und jetzt schauen wir mal, ob das so mit Abstand passt. Oder ob wir was ändern müssen. Wie gesagt, das Ganze steht ein bisschen wagelig da, aber ich zeige euch jetzt einmal kurz näher. Da mein Blick in den Topf werft, ich denke, das wird heute lecker werden. Und da unten gast mein Sicherheitsbrenner. Ich denke, das wird so reichen. Das, was da im Wasser vorher war, was da gehört habt, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, sie werden den Ton vielleicht ein bisschen lauter stellen. Da muss sicher ein Wildschwein um mich geschwommen sein. Hat mich wahrscheinlich gewittert und ist einfach angehauen. Freunde, das ist ein Träumchen. Ja, habe jetzt schon in den Klover genommen, lasse jetzt leise vor sich hinköcheln, bis das fertig ist. Ja, Wetter super, Gegend super und ich will nicht dieses epische Wort von anderen stellen, sondern ich werde meine eigenen einwerfen. Das ist wieder mal gigantisch. Elefantös, außerirdisch gut und intergalaktisch geil. So, jetzt habe ich mal ein paar neue Wörter in den Raum geworfen. So, mein Superl ist fertig. Schaut gewaltig gut aus. Ah, mein Hilder so ist auch dabei. Dann bleibt mir noch eins zum Sagen. Mahlzeit. Krokodinal, gigantisch, elefantös. Zwitschert mir einer was vor. Dahinter Specht. Und Judas war gut. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mein Topferl ist geleert. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut das war. Und ich bin fasziniert von dem Abstand. Der dürfte optimal gewesen sein, weil schaut einmal, ich habe da noch nichts da. Da ist kein Ruß und nichts dran. Also perfekt. Also wie man sehen kann, ich habe in der letzten Reihe von den kleinen Löchern die Spieß durch, dann mein PC-Lüftergitter, ein 140er, eigentlich nur die vier Haxeln anschneiden, passt super rein. Und die Hechen vom Brenner bis da rauf ist gigantisch und passt wirklich hundertprozentig. Also, das ist der Beweis dafür. Ja, ich muss auch dazu sagen, das war à la Bonheur. Also, das war wirklich, da kommt kein Fertigfutter hin, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und ja, auch wenn es ab und zu ist, aber wenn es so frisch gemacht ist, das ist einfach ganz was anderes. Ja, noch ein paar Worte zu den Tisch, der war natürlich schon vorher verbrennt, also keine Sorgen. Mal schön durchziehen lassen. Ja, dann ist er mal wieder soweit. Krankensaison, ihr wisst es. Kennt ihr eh schon auswendig, aber ich sage es immer wieder gern. Gesund werden und alle Gesunden werden es mir nicht krank. Prost! Kann man natürlich jetzt verschließen, dass es schön warm bleibt. Ich sage mal eher, das ist eh was für den Herbst, Winter, wenn mein Kaffee länger warm haben will. Aber ich muss dazu sagen, der wird bei mir eh nicht alt. Ja, die Tage werden wieder kürzer. Es wird zeitlich ein Fenster.
ich denke, beim nächsten Mal muss ich mal wieder mal die Darmbiolette mitnehmen. Okay, da habe ich nicht so viel Kaffee, aber dafür ist der à la Bonheur, würde ich sagen. Der kann schon was. Ja, Blauen fallen schon langsam an. Immer wieder sehe ich das da. Nein, nicht. Der Herbst kommt. Und eigentlich ist er schon da. Für den Herbst haben wir ein Bombenwetter. Gigantisch. Ah. Ja, dann kriege ich heute eine Lieferung. Ich habe mir so 2 mm bestellt. Spieße, die sind glaube ich 250 lang. 2 mm Durchmesser. Das sind die vom 14er UL. Und die von normalen 14er sind 3 mm. Falls ihr euch auch machen wollt. Und wenn nicht, schreibt es in Leo an. Der schickt euch sicher auch. Also, der hat es ja auch. Ja, 3 wird schon langsam. Ja, für mich ist wieder mal Zeit, schon langsam dann alles zum Zusammenpacken. War wieder eine schöne Zeit. Bis ich da halt zusammengepackt habe, vergeht eh noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Gut, ich zahle das jetzt nicht länger in die Länge des Videos, sondern mache da jetzt einmal einen Cut, wenn ich fertig zusammengepackt habe. Hänge euch wieder dazu. Ja, ich habe alles zusammengeräumt. Gewuselt habe ich schon. Man sieht wieder mal nichts, dass wer da war. Und jetzt geht's retour. Frage an die Spezialisten. Das Häufchen da, ist das ein Fuchs? Ich habe gehört, der legt das gerne höher da. Das würde mich interessieren, wenn das einer weiß. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. So, Freunde, das soll es einmal wieder von der Tour gewesen sein. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Marl und pfiat euch, die Burm. Super! Trottel! Scheißdreck! Wenn man natürlich da stessen auch noch. Der Deppert muss sein. Naja.